hört immer zu und quält mich bis aufs Blut. Ganz egal, was ich auch tue, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drache, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch sage immer wieder: Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das kann doch gar nicht, nein, ich meine nein und sage ja. Das war schon immer mein Problem, auch damals vom Altar. Der Teufel soll sie holen, sie bringt mich noch ins Grab. Doch ein Freund hat mir empfohlen: Mensch, jetzt hakt die Sache doch mal ab. Ja, genau, die Idee ist genial. Na warte, Frau, wenn du mich noch einmal mit deiner spitzen Zunge piesackst, hack ich die Sache ab mit der Axt. Auch wenn du dann Reue beteuerst. Zu spät. Ich hab ein Bein. Ich will, dass du winselnd in dir zusammensackst, wenn ich vor dir stehe mit der Axt, weil du unentwegt an meine Nerven nagst. Mit der Axt, weil du mich mit plumpen Plattitüden plagst. Mit der Axt, weil du alle meine Freunde mir verjagst. Weil die Axt das Einzige ist, was danach hilft, wenn du mich fragst. Na, was soll's? Hab ich halt Holz.